So, Leute. Herzlich willkommen zurück bei Skyrim. Wir werden jetzt gleich eh sterben. Ich aktiviere gerade den Unbesiegbarkeits-Cheats. So, und jetzt kann uns dieser Drache mal. Ich soll mal den platt hier. Ich hatte nämlich keine Lust, hier endlich ewig lang gegen so einen Drachen zu kämpfen. Ja, hock dich dahin. Und jetzt bleibt er schön sitzen. Los, komm wieder. Denn irgendwann reicht's auch mal, ganz ehrlich. Ich habe keine Lust, beim Häuserbau hier von so blöden Drachen belästigt zu werden. So, tot ist er. So, gleich mal wieder ausmachen. Der soll uns nämlich keine Probleme machen. So, noch schnell die Drachenseele aufnehmen und dann hoffe ich mal, dass unsere Verkäuferin da hinten mal wieder erscheint. Von der möchte ich nämlich noch ein bisschen Holz bekommen. Das haben wir nämlich dringend nötig. Drache ist tot, du kannst rauskommen. Jetzt haben wir schon Abend, oder was? Na ja, klar, Abend. Lebt die überhaupt noch? Mal so nebenbei. Komm, ich knack einfach mal das Schloss, mal gucken, was passiert. Wir haben ja vorhin gespeichert, damit könnte ich ja nur mal den Drachen. Ihr habt hier nichts verloren. Ihr habt hier nichts verloren. Ich gehe ja schon wieder. Du sollst mir nur was von deinem Zeug verkaufen. Ach, da bist du ja. Du liebe Zeit, ein Gast. Ich möchte gern Holz kaufen, ja. Ich lasse euch die Sachen gleich bringen. Fleißig am Baum, wie? Ich lasse euch die Sachen gleich bringen. So, war das jetzt so schwer? Nein. War doch nicht so schwer, jetzt hier ein bisschen Holz einzukaufen und einen blöden Drachen da haben, ey. Gut, dann haben wir jetzt halt eben zwar eine Drachenseele bekommen, weil wir ein bisschen rumgecheatet haben. Aber, meine Fresse. Soll ich mich jetzt hier noch 5 Folgen lang mit diesem Drachen beschäftigen, der immer wieder wegfliegt und sich sein Leben regeneriert und wir nur am Abrecken sind und keine Chance gegen den haben? Ne, das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Also meinen Erfolg lasse ich mir hier nicht nehmen. Ne, das sind halt eben so Stellen, von denen ich gesprochen habe, bei denen ich gemeint habe, da kann man Cheats mal erlauben. Da sind die legitim dann. Bei so einfachen Sachen, ne. Bei so Sachen, wo man nur am Sterben ist, muss nicht sein. Da macht es auch irgendwann keinen Spaß mehr. So. Wie viel Holz haben wir jetzt eigentlich? 41 müssten wir haben. Jo, 41 Holz. Das ist gut, das ist schön. Stellen wir mal ein bisschen Baumaterial her. Das mal was und das mal was. Das brauchen wir bestimmt auch nochmal. Scharniere brauchen wir bestimmt 6 Stück. Und Schlösser bestimmt mal. So, was nur noch? So viele, wenig Eisenbarren? Ich fasse es nicht. Okay, wir haben das schon mal hergestellt. Okay, uns fehlt nur noch einmal Eisenbeschlag. Das ist Wahnsinn. Nägel stelle ich nochmal her. Das mache ich gleich nochmal. Das hier. Und das hier. Innen braucht man nämlich auch noch Nägel. Haus, Tür, ja. Fundament, da fehlt uns wieder Bruchstein. So, haben wir jetzt hier wenigstens ein Fundament? Nee? Was haben wir denn gerade gebaut? Ach so, Türen haben wir gebaut. 3 Türen gab's. Wow, das ist eine Menge.
Los, jetzt hack uns hier ein bisschen Bruchstein. Den müsste ich einfach mal hacken lassen. So eine Stunde lang. Und dann haben wir wahrscheinlich 2500 Steine hier. Und die kann ich alle verkaufen. Dann sind wir ja reich. Aber gut, wir wollen das ja alles selber machen. Dabei sein. Nicht so ermogeln. Ist ja voll mies. Das geht ja gar nicht. Ich meine, wir sind ja keine Cheater oder sowas in der Art. Jetzt hoffe ich mal nur, dass wir hier einigermaßen noch unsere Bude einrichten und dafür nicht wieder irgendwelche 10.000 Sachen brauchen. Das wäre ja voll scheiße. Sonst müssen wir wieder auf Diebestour gehen, ey. Das wäre ja auch nicht so das Wahre. So, gucken wir mal. Fundament, ja, können wir machen. Fußboden, können wir machen. Können wir machen. Können wir machen. Wände. Lehm. Uns fehlt Lehm. Wie schaut's aus? Ach ja. Ah, dann gibt's wieder so ein Ding hier. Guck mal an, hier kannst du wieder runterfallen. Da haben die hier aber was nicht bedacht, muss ich sagen. Und hier kannst du am Ende eh durchlaufen. Also wenn du rüberkommen willst, musst du hier diesen Steg benutzen. Das ist ja tricky. Ist ja geil. Aber das hier hinten mit dem Runterfallen haben die nicht beachtet. Wehe, hier kommt jetzt ein, wehe, hier kommt ein Drache zu meinem Haus. So, noch Lehm abbauen. Lehm hinzugefügt. Ja, also Lehm hinzugefügt. Bisschen braver, bisschen braver. So, noch einmal Lehm hinzufügen. So, jetzt haben wir genug Lehm. Jetzt bauen wir da die Bude hin. So, Wände. Klar, Mann. Und das war's. Waffenkanda. Waffenkammer. Fertig. Was haben wir hier? Sonst. Nur noch Sonstiges haben wir. Achso, haben wir immer. Weg. Aha. Also, nur noch irgendwelche Dinger, um hier. Irgendwas zu entfernen wieder. Eine leere Truhe haben wir noch. Eine Werkbank. Also, wenn man es mal genau nimmt, unser Haus ist jetzt fertig. Fertig ist unser Haus. Yay! Das war's. Nichts mehr schaffen. Haus ist fertig. Errungenschaft freigeschaltet. Architekt. Saugeil. Hier ist unsere Waffenkammer. Also, das ist sehr, 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 sehr geil. Okay, gucken wir erstmal, was wir jetzt hier haben. Behältnisse. Was braucht man mit Behältnisse? Braucht man eine Kommode erstmal nicht. Nachttisch auch nicht. Eine Vitrine auf niedrigem Tisch. Das machen wir doch mal. Noch eine Vitrine auf niedrigem Tisch. So. Jetzt haben wir hier erstmal zwei Vitrinen. Oh. Und eine Schatulle haben wir. Sehr schön. Sehr schön. Einrichtung. Okay, Waffenständer. Da brauchen wir Eisenbeschläge für. Schade. Wandregäle. Da können wir eh nichts reinpacken. Aha. Und sonstiges? Was haben wir bei sonstiges? Nö, will ich nicht, will ich nicht. Sowas kommt mir noch nicht in mein Haus. Na gut, hocken wir noch eine Kommode hinein. Wo ist die? Ach, hier. Was für ein Buch? Der Mythos. Nee, der. Was? Der Monomythos. Der Monomythos. Okay, es ist hier wenigstens ein bisschen was reingekommen. Die ersten paar Regale stehen schon. Was kommt denn alles hier rein? Für Behältnisse vor allem. Vitrine mit Schrank. Vitrine auf niedrigem Tisch. Waffenständer. Oh, hier kommt. Hier kommt eine Menge. Und wir brauchen auch eine Menge Eisen. Sehe ich gerade. Mal wieder. Mal wieder. Okay, wo kriegen wir jetzt so viel Eisen wieder her? Haben wir Geld? Ich glaube, wir müssten Geld haben. Dann können wir uns noch kaufen gehen. Also gut, wir gehen uns jetzt erstmal jede Menge Eisen kaufen. Und was ich gesehen habe, wir brauchen auch eine ganze Menge Eisenbeschläge und Glas. Ja, wir haben was Geld, da kann man uns auch erst was kaufen gehen. Gehen wir uns schnell Eisen kaufen. Machen wir uns daraus Eisenbeschläge.
Und dann machen wir mal die Waffenkammer erstmal. Dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Wenn wir alle Einrichtungsgegenstände in der Bude drin haben, dann ist in Ordnung, würde ich sagen. Dann ist super. Aber momentan, ne. Das Haus ist ja total leer. Muss ja noch alles voll gemacht werden mit irgendwelchen Gegenständen. Da sind wir, glaube ich, noch ein bisschen mit beschäftigt. Ah, dann werden die Folgen jetzt halt ein bisschen länger, immer wegen diesem blöden Drachen und jetzt noch ausrüsten und bla bla bla, allen möglichen Scheiß noch zu tun. Um es mal so auszudrücken. Was mir noch einfällt, wir haben hier ja noch zweimal Eisenbahnen. Also ganz verloren sind wir ja noch nicht. So halber erst. So, aber wir haben jetzt zum Glück schon AM. Lass mal noch einmal 5 Stunden vergehen, dann gehen wir da die Eisenbahnen leer kaufen, bei ihm drin die Eisenbahnen leer kaufen, dann haben wir erstmal genug Eisenbahnen. Los, wo ist sie? Ich habe hier Ah. einige. Ich sage nicht, dass. Eine Menge. Kennt ihr meinen Vater? Okay, die will auch Er ist nichts der mehr Tod, verkaufen, oder? bis ich die Mission für die erledigt habe, kann sie sich mal schneiden, das mache ich dann, wenn ich Bock und Laune habe. Gerade eben nicht. Ich helfe meinem Vater auf vielerlei Willkommen Weise. in der Das ist den meisten nicht Kriegsjungfer. bewusst. Lasst euch nicht vom Namen abschrecken. Wir haben auch für kämpfende Männer genügend Stahl. Wir haben kleine, Jetzt könnt die ihr mir besten verkaufen. Waffen und Rüstungen. Nee, sonstiges. Eisenbahn 29. Na, aber hallo. Das nehme ich Es ist doch schön, alles mit euch mit. Geschäfte zu machen. Ich kann es aber nicht alles tragen. Verdammt, jetzt muss ich wieder was verkaufen. Ihr seht aus, als könntet ihr eine. Werft einen Blick darauf. Ja, ich guck mal, was ich hier habe für dich. Oh, Bruchstein hätte ich für dich. Guck mal, ein bisschen schöner Bruchstein. Sind wir jetzt leicht genug? Bis zum nächsten Ja, Mal. sind wir. Bruchstein können wir da ja ganz schnell wieder abbauen, wenn wir welchen brauchen. Haben wir ja eigentlich direkt vor der Haustür. Das ist auch schon mal gut. Nee, das ist nicht meine Bude. Das hier ist meine Bude. Hause Seeblick. Der Großkönig von Himmelsrand wurde unlängst von Ulfric Sturmmantel ermordet, der ihm Hilfe und uralten Macht des Tuum nahezu zerstückelte. Na gut. Wenn das der Teurück, der bla 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 dann so meint, dann soll er das. Oh ja, wir können eine Stufe aussteigen, sehe ich gerade. Mach mal das auch mal. Es ist, glaube ich, ganz interessant, mal wieder aufzusteigen. Dann nehmen wir Leben. Ohne Leben komme ich hier nicht sehr weit. Das ist uns sicherlich allen klar. Ohne Leben kommen wir alle nicht sehr weit. Na los, er könnte ja mal ein bisschen schneller laden. Ah, hat er geladen. Also, ne, hier. Neue Stufe. Helf. Das müssen wir zum Glück noch nicht jetzt machen. So, aber erst einmal wollte ich noch hier zur Schmiede gehen. Und wir können ja noch 5 Eisenbarren einschmelzen. Wo hat man eigentlich einen Stahlbarren? Das täte mich jetzt mal interessieren. Stahlbarren. Ach, brauchen wir noch Corundum. Weiß der, wie auch immer heißt. Deswegen kaufe ich die immer, weil es so kompliziert ist. Beziehungsweise man mehr eigentlich hergeben muss, als man eigentlich bekommt dafür. Also, Eisen. Was ist Eisenbeschläge? Ich glaube schon, ja, ne? Wir haben ja was davon. Also machen wir mal was. So. So, hoffen wir mal. Ich mache mal nicht zu viele, falls es doch Scharniere waren. Öffnen Haus Seeblick. Okay, was haben wir hier noch? Ja, das waren Eisenbeschläge. Das nehmen wir noch. Und das nehmen wir noch. Ah! Very nice. Sehr schön. Das nächste, was mich interessiert, wäre unsere Waffenkammer. Oh. Da fehlen jetzt aber die Scharniere. Und Glas. Wir benötigen dafür Glas. Und zwar jede Menge. Wie kann man jetzt mal Glas herstellen?
Ich würde glatt behaupten, im Schmelzofen. Wieso ist das Ding eigentlich hier offen? Soll zu sein. Wenn nicht, müssen wir es jetzt einfach kaufen gehen irgendwo. Die Frage ist nur, wo kann man Glas kaufen? Ich glaube, ich weiß wo. Ich glaube, ich habe eine Ahnung wo. Aber ich weiß es nicht hundertprozentig. So, warte, ich muss mal hier gucken, ob man das irgendwie nicht eventuell schmelzen kann. Und jetzt einfach nur übersehe. Nee, kann man nicht. Okay. Dann erst einmal muss ich noch Scharniere herstellen. Baumaterial. Scharnier. Ja. Noch wann. Und noch mehr. Und noch mehr. Noch welche. Noch welche. Noch welche. Noch welche. Und nochmal ein bisschen Eisenbeschläge. Wenn wir schon mal gerade so schön dabei sind. Nägel machen wir auch nochmal 10. So, dann machen wir erstmal M und so, ab nochmal nach Weißlauf zur, naja, diesem Kramladen da. So, und ich würde sagen, eine Folge ist auch schon wieder rum, Leute. Haben wir uns dieses Mal mit dem Drachen rumgeschlagen und fangen jetzt an, unsere Bude einzurichten. Sehr schön, bis zum nächsten Mal. Tschüss.